Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Eden in der Alpha 11 Experimental mit dem Feljack. Ja, wir sind immer noch unterwegs in der weiten Steppe in der letzten Folge, die ziemlich trocken war, wo ich aber euch viel erzählt habe. Haben wir Erz gesucht, aber nichts gefunden. Gleich mal von Anfang an gesagt, Entschuldigung, ich lutsche gerade einen Husbonbon, aber immer so einen trockenen Hals schon wieder. Ja, wir suchen auf jeden Fall immer noch Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und es ist weit und breit nichts zu finden. Das ist wie verhext. Ich hoffe, dieser Spielstand hat jetzt nicht einen weg oder so, weil ich den in der 10.5 gestartet habe. Hatte ich schon in der vorigen Folge oder in der vorvorvorigen Folge schon erwähnt. Und ich spiele jetzt direkt, bin direkt in die Alpha 11 rein. Also ich habe die Version jetzt nicht gedowngradet oder so. An sich läuft es gut. Aber es ist keine Vorkommen mehr, ne? Und vor allen Dingen keine Lager. Das ist noch viel schlimmer. Oh, Raptor Time. Und ich habe kaum Money. Nein. Toll. Die ganze Money drauf gegangen, wegen den Missviechern. Oh, wow. Wir haben einen Koffer gefunden. Zwei Brocken. Oh, noch mehr. Muss weg. Noch ein ganzes Rudel. Ne, das, die kann ich nicht mehr. Sonst wir nehmen den hier. Ne, sie haben abgelassen. Ich muss ja mal gucken, dass wir das mal ein bisschen anders machen hier. Das ist ein Eisenvorkommen. Gut, natürlich Eisen brauchen wir auch. Man findet auch keine Wracks hier, ne? Kein einziges Flugzeugwrack oder so, gar nichts. Also wirklich, also ich bin jetzt schon seit 3-4 Folgen am Meckern, ich weiß, aber was soll ich denn machen hier? Wenn nix. Oh nee, nicht schon wieder. Ist schon wieder da. Immer diese Rudel, ja. Ne, ist immer noch da. Irgendwie hängen die immer noch an der Pelle. Noch 5 Kilometer bis zur Basis und alles zu Fuß, ne? Also fassen wir mal zusammen. Geile Mod, geile Atmosphäre hier, geile Planeten. Alles wunderbar. Ist atmosphärisch richtig top. Aber oder sag ich mal so, atmosphärisch, es ist atmosphärisch top. Die Biome sind sehr geil. Das verseuchte Biom, da laufen Zigarre-Scouts rum, finde ich auch sehr geil. Jede Menge Gegner. Es wird nicht langweilig, Zirax greifen in kontinuierlichen Wellen an. Ist auch geil. Und das große, große Kontra ist einfach kaum Lager. Obwohl man auf reichhaltig gestellt hat und alles. Es gibt keine Lager, es gibt, ja, es gibt fast gar nichts. Es gibt keine Vorkommen, diese Vorkommen sind armselig. Erstmal wieder ein Kupfervorkommen. Ja, aber es kommt nichts hier, ne? Immer nur Steine, Steine, Steine. Hier Stein, Stein. Ich hoffe, dass hier jetzt noch ein paar Kupferdinger rumliegen. Ja. Okay, hier haben wir jetzt ein bisschen Glück, dass hier ein bisschen Kupfer liegt.
Was hatten wir in den letzten 2-3 von gar nicht? Wenn ihr bis hierhin schon mit das mitverfolgt habt. Wir brauchen das halt, ne? Wir müssen Munition craften, braucht Kupfer. Wir müssen Bogenleiter bauen, braucht Kupfer. Wir müssen alles irgendwie bauen, braucht alles Kupfer. Und dann sind hier noch. Jetzt ist mal ein bisschen, wo wir Kupfer haben hier. Ist auch schön, aber da gibt es so Sachen, wo es dann wirklich steppenweit, also kilometerweit, kommt dann gar nichts mehr. Ich bin auch noch rumgezittert hier. Habe ich jetzt auch schon öfters mal gesagt. Weiß also, bei manchen Sachen wiederhole ich mich auch immer, aber für die Neuen unter euch, wenn ihr euch wundert, warum ich manchmal so zitter, so wie gerade, das ist eine Erkrankung bei mir. Das ist jetzt kein Scherz. Es ist, ich habe einen Tremor. Also ich bin hier nicht auf Alkohol oder so ein Mist. Ja, ich habe einen Tremor in den Händen. Das heißt, die zittern immer. Manchmal ziemlich doll und dann kommen manchmal so eine Aktion wie eben gerade, dass ich dann so mache, als wenn ich so die Koordination verliere. Ne. Also ist das hier keine Mitleidstour jetzt hier oder so. Ist einfach nur, wollte es nochmal gesagt haben, dass ihr das wisst, warum und so. Ach, den kann man pflücken oder so. Aber an sich sollte das eigentlich nicht auffallen, mein Rumgezitter hier. Habe ich aber schon immer gehabt. Hat damals mit 11 Jahren angefangen. Gut, das wurde natürlich immer schlimmer und immer schlimmer mit den Jahren. Tabletten gegengenommen oder versucht mit Tabletten das wegzukriegen. Hat alles nicht funktioniert. Ja. Gehört halt zu meinem Leben dazu. Muss ich mit leben. Habe ich Pech. Kann nicht alles haben, ne? Ich auch ganz locker eigentlich. Wie gesagt, das ist nur eine reine Information für euch. Dass ich dann manchmal halt, auch wenn es so offensichtlich ist, und dann denkt ihr euch so, boah, Feldrick, der steht genau vor dir, wieso triffst du den nicht? Ja, es liegt dann halt da dran halt, ne? Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich keine Shooter spiele. Weil dann geht es eine Zeit lang gut und wenn dann der Adrenalinspiegel dann auch noch steigt und alles, wird das immer schlimmer und immer schlimmer. Lohnt sich dann so gesehen nicht. Also man könnte sozusagen, könnte mal so ein paar Runden Battlefield zum Beispiel spielen oder so. Aber im Großen und Ganzen müsste ich schon nach einer halben Stunde auch wieder aufhören oder so, weil es dann einfach zu heftig wird. Obwohl es gibt natürlich auch Momente, wo ich echt mal, weißt du, damals Battlefield 3... Habe ich übelst abgesuchtet, ne? Habe ich auch echt lange gespielt, ne? Aber da musstest du halt nicht groß aimen können. Da hast du dir ein fettes, leichtes Maschinengewehr da genommen, so eine M60 oder eine M203 oder sowas. Und dann hast du da immer reingerotzt und da musst du nicht gut aimen können oder was ich was, ne? Dann nehmen wir jetzt mal ein paar von denen mit. Hier noch ein paar mitnehmen. Ob er davon ein paar herstellen kann. Die Ausdauer weg.
ist das? Kupfererzlager. Wir haben es gefunden. Yeah. Größe klein. Ach, echt jetzt, ey. Warum nicht mal ein mittleres, sondern ein großes? Gib doch mal ein großes Lager her. Naja, wir wollen nicht meckern. Wir haben endlich ein Kupfererzlager gefunden. Wow. Bin schwer beeindruckt. Haben wenigstens ein bisschen Kupfer, ne? Montan 79 Kupfer. Das ist ein Witz. Oh Mann. What the fuck bist du denn? Alter. Was ist das denn für ein Scheißviecher? Den habe ich ja noch nie gesehen. Hilfe! Ich muss nach Hause. Mama. Und der war ja böse. Ich dachte, er wäre ein Golem oder so. Aber viel Schaden hat er nicht gemacht. Schaden war echt lustig. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was es an XP gab. Muss mir dann später mal ein Video angucken. Oh nö. Oh nö. Ja. Oh, da kommt noch Schuss. Oh, komm raus. Muss hier das Loch größer machen. Die Mistviecher hier nicht zu mir hinkommen. Scheißviecher. So. Das war alles oder was? Dein Ernst? Das war schon alles. Das war ja richtig viel, Leute. Ne, ich muss wieder raus hier. Ja, weiter Richtung Basis. So. Ja, wir müssen jetzt leider viel fliehen hier. Weil ich zum einen habe ich keinen Bock, die mit diesem komischen Standard-Tool kaputt zu lasern. Zum anderen haben wir keine Schrotmunition mehr. Ich verschwende jetzt keine Mats, die wir hier so aufwendig uns über 2-3 Folgen gefarmt haben für so einen bekackten Konstruktor. Ne, lass mal. Dann laufe ich lieber mal weg eine Runde. Punkte habe ich so nicht nötig jetzt. Wir haben genug gelevelt hier. Mehr als genug. Das war noch über den Berg. 3 Kilometer ist die Basis entfernt. Ständig ist die Ausdauer weg. Warte mal, komm, wir gehen mal
Runde pennen, ja. So. Sechs Schuss haben wir noch auf der Pumpe. Wird nur für großes Material benutzt hier. Also, das da unten, seht ihr das da? Das da? Naja, ja. Aber wir gehen weiter zur Basis. Kupfer. Aber der Felsic gibt nicht auf. Keine Angst, mein Leben, auch wenn ich immer meckern bin, aber gibt nicht auf. So schnell kriegt mich das Spiel nicht klein. Lithium. Davon haben wir ja auch schon massig. Was heißt massig? Aber haben wir schon gut gefarmt. Da haben wir mal gleich zwei Lager nebeneinander gefunden. Sogar ein drittes. Ne, ja doch zwei, ne? Genau. Und eins war gar nicht vorhanden, obwohl es markiert war auf der Map. Aber ich denke, das hat was mit der Alpha L zu tun. Das war jetzt, glaube ich, nicht gut mit dem Spielstand von einer Alpha 10.5 in der Alpha 11 anzufangen. Auch wenn die Modifikation oder das Szenario angepasst worden ist an die 11. Nichtsdestotrotz habe ich vorher mit diesem Spielstand in der 10.5 gespielt. Oder halt dort angefangen. Müssen wir auch mal gucken. Hier sieht man jetzt gar nicht, ne? Oder doch, warte mal. So, drinnen sind sie hier. Wir müssen mal Level. Dann habe ich die Erweiterung nämlich auch schon. Das auch. Auch. Was fehlt denn jetzt noch? Basis gar nichts mehr. Wohngleiter. Auch schon fast alles. Boah, ich punkte, ey. Bis zum Umfallen. Ich kann ja alles skillen hier. Ich habe die ganze Zeit nicht geskillt, Leute. Ja, weil wir die ganze Zeit noch unterwegs sind, ne? Wir suchen uns eine Wolf hier, ne? Das ist das Problem. Wofür können sogar die großen Zellen, TNT-3, Bergbau, Bohrer. Erstmal noch gar nicht. Naja, aber schon, aber. Meine Güte. Da, jetzt haben wir sie alle, fast alle weg. Ein paar Waffen fehlen uns noch. Mein Gott, habe ich gelevelt. Das kann ich gerafft, ey, dass ich schon so viele Punkte habe. Ja, aber bei den Viechern, die hier rumrennen, ne? Kommst du aus der Rumballer, kommst du aus dem Geballer nicht mehr raus hier. Der war zwar schon fast an der Basis, aber da zeigt er mir gerade was an, sogar zwei jetzt. Das scheint irgendwas zu sein da hinten. Koffer.
hoffe keine Cerax. Lass mal kurz ab und zu mal auf der Karte mal gucken. Eisen. Oh. Ah. Jetzt schon. Nein, es ist echt. Ist zum Heulen, ne? Also Lithium. Das Zeug, das spoilt uns hier weg wie nichts, ne? Schon wieder ein Silizium-Erzlager. Aber da scheint noch mehr zu sein. Zeigt immer noch zwei Punkte an. Uns das weggeltern, das Ding, oder vorher und nachher wieder losziehen, aber jetzt wissen wir ja, wo was ist. So, jetzt sind wir drüben. Sehr schön. So, jetzt haben wir immer noch zwei Markierungen im inneren Kreis. Eisenerzlager, ein kleines. Kupfererzlager, auch ein kleines. Aber genau richtig, Large Wreckage ist da drüben. Aber dahin, wo wir waren, da war gar nichts, ne? Habt ihr gesehen in den ganzen letzten Folgen, ne? Nix, gar nichts. Also jetzt machen wir erstmal, das brauchen wir jetzt nicht so. Das da ist viel wichtiger, die beiden Lager, Eisen und Kupfer. Leider wieder nur so eine kleinen Pipi-Dinger. Aber egal. Ja, und ich benutze natürlich, ich hatte letztens gesagt, warum ich den Jetpack benutze. Klar, um was zu sehen, ne? Das Gras echt hoch ist. Man muss sich echt umgucken hier. Aber natürlich auch, um schneller vorwärts zu kommen. Man sollte den Jetpack nicht unterschätzen. Katapultiert dich schon ganz schön weit nach vorne immer. Mit Gehen oder Laufen nicht erreichst. Vor allem, wenn ihr dann noch ein bisschen laufen könnt, Anlauf nehmen und dann hier, yeah, und dann springt er einfach so los. Also schon wieder. Ja. Wir können mich mal. Dass wir hier dieses Loch, genau, dass die nicht hier hoch können und mich dann killen da. Auch wenn es so ein kleiner Moment ist. Oh, echt jetzt, das war alles? Nicht dein Ernst. Das war alles. Oh, das ist alle. Nee. Doch. Alle. Los. Hab noch was vor.
Wir sind aber mehr Brocken, ja, dafür, dass das ein kleines ist. So. Ja, du kannst noch da ganz unten immer wieder sehen. Oh, tschüss. Deswegen mache ich das Loch hier. Und tschüss, wieder einer. Dann nerven die mich gleich nicht. Weil ich auch noch nach Hause will. Na, ihr kleinen bescheuerten Spinnen. Ah. Ah, das ist immer noch nicht leer. Da ist noch was übrig. Wo denn? Hä? Oh, da ist eine Spinne bei mir. Wird da halt weggelasert hier. Ah, ich hab dich gesehen. Wo ist denn hier noch was? Da hat er sich versteckt. So ein Mini-Brocken. Okay. So, jetzt gucken wir noch das Last Wreckage, was das ist. Ist es schon. Was haben wir denn jetzt? 413 oh, Kupfer. Kann ich mal nachgucken hier, ne? Locker zwei Rudel hier oder drei. Merkt das, wie viele Rudel das sind, weil wenn ihr eine Spinne von einem Rudel angreift, hauen alle anderen ab. Und wenn euch, wenn ihr eine angreift, die hauen nicht ab, dann kommen die aus dem anderen Rudel. Daher sehe ich das, wie viele Rudel das sind. Falls euch das mal gefragt haben solltet, kann ja sein. Ganz logische Schlussfolgerung, ne? Ja, können wir noch ein bisschen abbauen. Glasplatten für umsonst, immer her damit. Oh, schön. Oh, jetzt sind wir aber voll hier. Sonst ist hier nichts, nur der spinnt, ne, oder? Komm her, ja. Ahahaha. So, wir sind gleich zu Hause.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Noch 1 Kilometer oder 1,3 Kilometer. Dann erreichen wir den sicheren Heimathafen. Da ist ein Golem, kann das sein? Ja. Hier, wir haben noch 6 Schuss. Wenn wir jetzt auf den Golem verballern. Hier gibt es uns dann auch noch ein paar leckere Geschenke hier. Ja, sehen. Alles gebrauchen. Golem. 4 Schuss muss reichen. Level 24. Und 2 Schuss. Und noch einen wird es reichen, ne? Das kann gerne noch ein Golem kommen. Ein bisschen Eisen. Noch Eisen. Das ist so selten, das Zeug, ne, alles, dass man es echt schon mitnehmen muss, wenn man es sieht. Schon wieder. War noch gar nicht tot, ne? Okay. 800 Meter. Ich komme! Meine geliebte Basis. Wie viel haben wir jetzt nochmal? Gucken. 418 Kupfer, 644 Eisen, erst 906 Eclipse, 754 Promethium, 34 Kobalt, sehr geil. Ja, uns über 1000 Steine. War jetzt nicht der super duper mega Beutezug, aber immerhin. Links von uns wird noch was angezeigt auf dem Radar. Kann uns jetzt aber auch gestohlen bleiben. Na. Auch wieder ein bisschen Eisen. Ein bisschen Gewürz. Aber vergammelt das? Scheinbar nicht. Aber wir haben 6 Gewürze. Oder vielleicht doch, kann natürlich sein. Ja, 400 Meter noch. Ja, mein Lieben. Ich hab's geschafft, ich bin gleich wieder zu Hause. Wir sind auch schon an meinem Folgenende angekommen. Like und Abo, wenn es gefällt. What? Oh, fucking Golem. Hat noch gereicht, letzten 2 Schuss. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt müssen wir nur noch rumspritzen hier mit dem Ding. Ja, wie gesagt, Like und Abo, wenn es gefällt. Daumen nach oben, Support ist kein Mord. Danke, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns in einer weiteren Folge morgen. Tschüss!